Im April 2000 hat der Rudi Wieland eine neue Teddy-Orgel bestellt. Was er nicht gewusst hat, ist, dass ich parallel auch eine bestellt habe. Ein Jahr später, am 13. Juli 2001, war es so weit und wir konnten die zwei neuen Orgeln holen. Mikko ist auch unser Bassgeiger, der Peter Messerli. Nachdem der Rudi seine Orgel gezahlt hat und auch schon gesehen hat und immer noch nicht weiss, dass ich auch eine Orgel habe, fahren wir mit dem Auto auf Meienfeld in einen Weitorgel. Der Brauch des Teddy ist so, dass jede neue Teddy-Orgel in einem Weitorgel eingeweiht wird. Und wir haben das einfach jedes Mal in einem anderen Torkel. Zumindest du. Die erste war ursprünglich in Münden, in Kärnten. Die zweite war da mit der Traditionsalpe. Und die dritte war mit dem Reichhaus, das ist der erste Tag. Wie könnte es auch anders sein? Der Rudi hat natürlich seine neue Handorgel gerade ausgepackt und müssen ausprobieren. Miteinander geht es besser. Und so haben wir alle miteinander einen alten Gebsi-Schottisch gespielt.
Rudi weiss immer noch nichts von meiner Handorgel. Und so sage ich zu ihm nach zwei Stückchen: Hey Rudi, hast du nicht das Gefühl, scherbele doch mit diesen Orgeln zusammen? Ja, passt doch nicht. Ist ganz klar, der Rudi versteht natürlich jetzt die Welt nicht mehr. Und ich sage, du komm, ich schaue mal, vielleicht hat der Teddy da hinten noch eine andere Orgel. Auch ich bleibe von dem Scherz eigentlich nicht verschont. Der Teddy hat mir nämlich die falsche Handorgel in die Koffer hineingepackt. Ich sollte viel mehr lachen. Zwei sind der Wunderbar, er ist von Wieland. Wow. Schaut mal, So, dann wollen wir doch jetzt mal schauen, wie das tönt, wenn wir beide mit Teddy Handorgel spielen. Wie könnte es auch anders sein? Mit einem Kinzig im hellen Register fangen wir an, schellen und ohne doppelt. Jede Handorgel kommt ein sogenanntes Diplom über vom Teddy, wo alles genau beschrieben ist über die Orgel. Ein Orgel, dann hat man ein Auto verkauft, dann gefragt, wie hast du mit der Garantie? Sagt, ja, wenn er einer für den, über den Hügel verschwunden ist, ist die Garantie sowieso abgelaufen. So ähnlich könnte es jetzt auch haben. Es ist einfach ein paar Probleme. Ist ja. Das ist ja. 5 Jahre Garantie, das ist so lang. Garantie, und da ist einfach die Spezifikationen, was, wie es aufgebaut ist, oder? Ganz schön gemacht. Ja, vor dem Foto. Ein Das ist für die anderen ebenfalls. Ja. Und auch die Orgelnummer. Ja. Ist gerade drauf. Ah ja, okay. Und es ist auch drin, auch initialisiert. Das Datum ist drin, der Name ist drin. Wie an einer Stube hat man miteinander gespielt und so eigentlich die zwei neuen Handorgeln richtig eingeweiht.